Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier wieder mal zu einer weiteren Folge von PewDiePie's Gaming Simulator Gedöns oder Tube Simulator. Tuber Simulator. Ja, doch kann man sagen. Ihr hört das ja wahrscheinlich schon an der Stimme. Also die Soundqualität ist ein bisschen anders als normal. Hat damit was zu tun, dass ich wie gesagt noch mit meiner Mom sitze. Ich aber allerdings für euch ein Video machen wollte und ja, da ist die. Ja, also ich denke, ihr könnt darüber hinwegsehen. Heute ist auf jeden Fall so ein Tag mal wieder. Da habe ich mir gedacht gehabt, okay, wir können uns mal die Freunde anschauen, die wir hier haben, so überall. Und, ja, der liebe Hopeless, den kennt ihr ja auch schon, der ist nämlich auch mit am Start, also ihr könnt ihn gerne als Freund adden und wir kriegen das irgendwie zurück, sagt ihr mir Bescheid, okay, ich habe ihn als Freund geändert, dann sag ich ihm, wen er halt adden soll, damit ihr beide, also damit ihr halt nicht nur Follower und Freunde seid, also nicht nur Follower seid, sondern auch Freunde, so jetzt habe ich es. Und ja, wir schauen uns auf jeden Fall jetzt die ganzen Blumen erstmal nochmal einmal an, auf jeden Fall fangen wir von unten an, einmal hier der liebe Wither-Effekt. Jo, ich eine kleine wunderschöne Bude. Alleine hier mit dem Hund finde ich das geil und mit dem Fischglas. Ach, da ist noch ein zweiter Hund. Oh, ich glaube, der liebe Herr steht auf Tiere. So an sich finde ich die Bude echt cool gemacht. Und auch allgemein finde ich das ganz cool. Danke nochmal an den Lieben, der auf die Idee gekommen ist. Wir gucken jetzt uns den lieben Wachs. Oder, wie hat meine Mama gesagt gehabt? Ich glaube, du warst das Schnuckelchen, ne? Den schauen wir uns nochmal an von der Bude her. Ich finde das nämlich relativ cool und ich habe mega Angst vor diesen Clowns, aber das wisst ihr ja schon. Schauen wir uns das mal ein bisschen an und finde das wirklich, wie gesagt, ganz cool, dann wirklich einmal zu sehen. Ja, okay, hey, wie haben die anderen das gebaut? Mal gucken, was man sich selbst so einfallen lassen kann. Meine Bude ist im Moment noch wirklich ein kleiner Saustall, beziehungsweise ein kleines, naja, kleines großes Chaos, sagen wir es mal so. Naja, ich werde darüber auch nochmal ein Video machen, wie ich denn aufräume und wie dann meine Bude wirklich fertig aussieht. Das hier finde ich recht cool gemacht. Alleine, ich stehe ja sowieso auf grün und dann hier auch mit dem Aquarium, denke ich, dass das ein Aquarium sein soll. So ein eingelassenes Aquarium hier natürlich, damit den Dinos alles so ein bisschen eingezäunt. Finde ich wirklich ganz cool gemacht. Und auch hier mit dem Bett, mit dem Sofa, es gibt richtig coole Sachen später, fällt mir gerade mal auf. Auf jeden Fall lieber Sky, nicht schlecht, nicht schlecht. Auch hier so mit der Wand und so. Also das sieht wirklich cool aus. Na, ja, muss ich mal sagen, hast du toll gemacht. schauen wir uns den Shadow Emmer an. Also es wird auch so sein, dass ich später, jetzt sind wir bei Neem Shadow, genau, das auch so machen werde, wenn ich wirklich noch mehr Freunde kriege und natürlich auch, wenn da jetzt irgendwann 30, 40 Stück sind, ich kann ja nicht wirklich die ganze Zeit ein Video davon machen, wie von den ganzen Freunden, die ich da sozusagen habe, ach, der Plumpslo, sondern da werde ich mir vielleicht dann immer irgendwie welche raussuchen oder so, oder beziehungsweise die, die halt dann mit da ein Video geschrieben haben und sagen, ja, hey, komm, zeig mal mein Häuschen, beziehungsweise meine Bude, werde ich mir dann immer so 10 Leute raussuchen und dann da auch ein bisschen genauer was zu erzählen. Jetzt ist das ja schon so weit, dass es doch relativ schwer wird oder dass es ein relativ langes Video werden würde, wenn ich jetzt wirklich die ganze Zeit aufs Genaue jetzt drauf eingehe, was mir da gefällt, wie ich das ausmachen würde und. Auf jeden Fall bei dem Plumpsklo finde ich das auch schon mal ganz geil gemacht. Und vor allem auch ganz cool gelöst. Hier mit den ganzen Sachen. Da hinten ist so ein Ball mit einer Lampe. Ich habe außerdem auch den Baum. Den finde ich mega cool. Fernseher, ja, da drüber habe ich auch eine Konsole bei mir stehen. Und so an sich finde ich das auch recht cool gemacht. Okay, eine kleine Mausefalle. Die habe ich mir allerdings noch nicht besorgt. Bin ich ganz ehrlich. Soweit sind wir noch nicht. Dann gehen wir einmal zu dem No-Ho. Plus. Ja, er hat gerade erst angefangen. Ich habe ihn auch mit angesteckt mit diesem Game. Sieht ganz cool aus. Natürlich die Wände und der Fußboden, das ist so eine Sache. Aber das kriegt man ja, glaube ich, auch erst ab Level 5 oder so. Und, ja, aber natürlich Katze, naja, Katze muss mit am Start sein. Das geht leider nicht anders. Da verstehe ich ihn auch. Jetzt gehen wir einmal nochmal zu Nico. Ne, mein guter Nico? Sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Du hast einen Kacki-Haufen in der Mitte von so einem Satan-Stern reingepackt. Okay, dazu muss ich glaube ich nichts sagen. Es ist schon cool gemacht. Ah, okay, das ist geil. So, jetzt gehen wir zum lieben Luke. So ungefähr müsst ihr euch auch meine Bude vorstellen. Ich bin ziemlich vollgepackt, erstmal mit allen möglichen, weil ich mir erstmal halt die ganze Zeit Sachen kaufen will, bevor ich dann irgendwie mir eine Bude so zusammenrichte. Allerdings glaube ich, bin ich schon ein Gedöns größer so von der Bude her. Also ich habe schon jeweils nochmal 50 Dollar oder so, wie das ja hier heißt, ausgegeben, um weiter zu ranzukommen. Aber ich glaube, er verfolgt das gleiche Ziel so wie ich. Erstmal so ein bisschen halt kaufen, kaufen, kaufen und später ordentlich, naja, hinstellen, so wie man das halt schön findet. Und man hat ja später auch mehrere Räume zur Verfügung, das kommt ja auch noch dazu. So, Koneko, auch mega cool. Ich glaube, bei dir hat sich jetzt gar nicht so viel verändert von Umbauen her.
Weil die Katze lag, glaube ich, auch das letzte Mal bei dir auf dem Keyboard. Oder war das bei jemand anders? Das kann ich jetzt gerade gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall so an sich auch cool, Kackihaufen. Und hier ist das kleine blaue Vieh. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, das muss man ja kaufen, um jetzt wirklich auch irgendwie nochmal höher zu kommen bei den Game. Davon habe ich mir gleich zwei geleistet, weil ich die einfach mega süß finde. Jetzt gehen wir zu dem Kodor. Kodor, los, mach doch mal. Habe ich jetzt auf die... Ja, habe ich. Oh mein Gott. Also ernsthaft, also ich finde es auf jeden Fall cool gestaltet, allein hier erstmal so eine Menge voller Geld. Da hinten, hier sind erstmal vier Frösche und dann die Hunde sitzen hinter den Katzen. Auf jeden Fall cool gelöst. Ich habe irgendwie Angst vor diesen komischen Puppen. Ich weiß nicht, was ich dazu wirklich sagen soll. Aber ich finde es cool, wenn ich das jetzt so gerade sehe, hier mit dem Bildschirm und alles Mögliche, und später hier mit dem Sofa und so, richtig cool angerichtet. Und dieses Teil, also das sieht ja so aus, als wäre so ein Mensch durch die Wand geflogen, finde ich richtig cool. Und ich glaube, sowas würde ich auch benutzen. Das ist voll geil gelöst auf jeden Fall. Und die Entchen und nein, ich weiß nicht so wirklich, was ich dazu jetzt gerade sagen soll, aber es ist wirklich cool gemacht und cool gelöst auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da vielleicht noch kommen wird bei Neben Kodor. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Dann gucken wir nochmal bei Neben Kaneko vorbei. Oh, du hast erst angefangen. Sehe ich auch gerade. Ich hatte am Anfang immer so dieses Gefühl, okay, muss ich jetzt meinen ganzen Raum irgendwie mit Teppich hier gestalten, damit der halt nicht mehr so scheiße aussieht vom Boden her. Später habe ich aber herausgefunden, dass man, ich glaube, das war ab Level 5 oder 6, wie gesagt, dass man dann unten auch wirklich den Boden komplett ändern kann. Aber ich war jetzt erst auch überlegen, kaufe ich mir Teppiche oder hier oder nicht. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, erstmal lieber andere Sachen zu kaufen. Aber ich glaube, der liebe Kaneko hat den gleichen Trick angewendet wie ich ja mit meinem Bildschirm, so diesen kleinen Bug. Ah, kann ich da sehen? Alles noch so ein bisschen, ja, gerade am Anfang, aber Hauptsache man hat einen coolen PC. So muss es laufen. So, dann schauen wir mal weiter. Dann gucken wir uns auf jeden Fall nochmal den lieben iZombie an. Mit dir hatte ich ja auch schon so geschrieben gehabt wegen der Fernsehserie, aber so hattest du dich ja deswegen ja nicht benannt. Aber auch mega cool. Ich würde behaupten, du verfolgst auch das Ziel, erstmal alles zu kaufen und dann erstmal irgendwie umzugestalten und zu gucken, wie packe ich wo was hin, damit mir halt dieser Raum gefällt. Finde ich mega cool. Ich glaube, du stehst so auf Musik, wenn ich mir das jetzt so hier alles ein bisschen angucke. Klar, hier die ganzen Tische natürlich mit den ganzen Gaming-Konsolen. Auf jeden Fall cool gemacht. Und natürlich hier oben auch auf den Schränken so ein Totenkopf. Und ich weiß nicht, was ist, ob das eine Box ist, nur eine Musikbox oder irgendwie sowas, was man sich dann später halt noch mit dazu kaufen kann. Kackihaufen und so darf natürlich auch überhaupt gar nicht fehlen. Jetzt schauen wir uns den lieben Dustin einmal an. Dustin, lass mich dein Haus angucken. Mega cool. Ich habe so einen ähnlichen Boden, beziehungsweise könnte ich mir auswählen, aber irgendwie verwirrt mich das doch noch recht. Diese Musikdinger neben der Katze finde ich ja auch mal mega cool und ihr wisst ja sowieso, ich stehe auf diesen Dino, den kaufe ich mir auch auf jeden Fall. Und ich finde diese drehenden Münzen oder so, was das sein soll, mega geil. Darüber abgesehen, diesen, ich weiß nicht, Fußballstadion mit den beiden Enden finde ich echt richtig geil gelöst von dir. Man muss erstmal auf so eine Idee kommen. Ja, hey, so stelle ich das hin. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Ich bin stolz auf dich. Hast du toll gemacht. Jetzt gucken wir mal dich an, mein Lieber. Und dann haben wir auch nur noch gleich Biber und Master. Er ist auch noch so am Anfang. Hat hier auch schon ein bisschen was umgestaltet. Das, was er jetzt hinter sich stehen hat, das kenne ich nicht. Ich habe einen ganz normalen Greenscreen, den ich mir jetzt auch kaufen kann. Aber so einen befleckten, gemischten irgendwie habe ich noch nicht gehabt. Dennoch relativ cool, wie gesagt. Auch hier mit Ananas. Ich bin eine Ananas und ich stehe hier einfach rum. Relativ cool, auch so mit so allgemein, wie er das so hingestellt hat, finde ich das echt richtig nice gelöst. Aber gerade, wie gesagt, am Anfang ist es doch relativ schwer, irgendwie sich wirklich sein Häuschen so hinzupacken, wie man jetzt möchte. Das sieht man ja auch bei Neben Chaos Master. Aber Hauptsache, der Dino kann Fernsehen gucken. Also Hauptsache, der Dino kann Fernsehen gucken, da bin ich genau deiner Meinung. Hier auch bei dir, du sitzt ja am PC, ne? Hat sie jetzt so direkt den Fernsehen gucken nebenbei. Ich weiß vor allerdings nicht, wie das da, warum du die Kisten und, ach so, wahrscheinlich damit du, sonst würde der Fenster auf den Fußboden gucken, könntest du kein Fernsehen gucken. Deswegen hast du die Boxen so hochgestellt, damit du das ein bisschen genauer sehen kannst, würde ich mal behaupten. Nicht schlecht, also ein bisschen logisch gedacht. Nicht nur praktisch, sondern auch logisch. Und jetzt kommen wir zu den lieben Biber-LP. Alleine, überall sieht man diese Faust hier von PewDiePie. Ich glaube, die heißt Bro-Gedöns. Bro, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Ihr könnt das mal gerne im Video auf jeden Fall reinschreiben, wie das heißt. Er ist auch so eher auf dem Musiktrip.
ist auch schon ein bisschen weiter. Ich würde mal behaupten, natürlich sind das nicht alle Sachen, die er sich jeweils gekauft hat. Er wird sicherlich ein paar Sachen wieder sich zurückgeholt haben und dann bei sich reingepackt. Also im Inventar. Auf jeden Fall auch cool gemacht. Ich stehe sowieso auf diesen blauen Disco-Look. Und hier ist einmal, damit ihr das sehen könnt, mein Raum, wie gesagt, noch ein bisschen zugestellt. Und ich hoffe, dass das früher oder später doch mal ein bisschen geändert werden wird. Und das mache ich natürlich auch im Video. Und dann machen wir mal unseren Raum ein kleines bisschen hübsch. Ich sollte mir vielleicht auch mal irgendwie einen neuen Tisch oder sowas zulegen und nicht nur auf einem großen Pappkarton irgendwie arbeiten. Wie ihr sehen könnt aber allerdings, ist der Bug mit dem TV eigentlich gelöst. Am Anfang hatte ich den auch noch so ein kleines bisschen, also mit dem Bildschirm, dass ich den noch hatte. Aber das ging doch relativ fix. Fällt mir nämlich jetzt gerade auf, dass ich das jetzt doch nicht mehr besitze. Also da waren die hinterher und haben den Bug jetzt wirklich gefixt. Und ja, also mir macht das Spiel auf jeden Fall mega viel Spaß. Es hat wirklich einen recht guten Suchtpotenzialfaktor, wenn man das so sagen kann. Und ich hoffe, euch hat natürlich das Video gefallen. Und wie gesagt, habt ihr Bock irgendwie, dass wir Freunde werden? Dann, ja, addet mich als Freund hinzu. Ich adde euch dann auch hinzu. Ihr müsst das halt nur in der Beschreibung, also unter dem Video schreiben. Und ja, das war's dann auch heute vom PewDiePie's Tuber Simulator. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wäre mega cool, wenn ihr hier nichts weiter verpassen wollt von mir und meiner Durchgedrehtheit. Dann hinterlasst mir doch einfach ein Abo. Und dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und sage tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.